war so. Du kannst es. Guck nicht so müde, du weißt es auch. Die von vor den Kulissen sind hinter dir. Das passiert selten. So populär wie du werden nur wenige. Da stört nicht mal dein ewiges Also zwischen den Sätzen. Oder dass du manchmal den Faden verlierst beim Reden. Dann denken die von vor den Kulissen, du bist einer wie sie. Dazu das vorgereckte Kinn, die nervös verschränkten Arme. Genau die richtige Mischung aus Verkrampftheit und Trotz, Streitsucht und Pfeifen im Walde. Das alles empfinden die auch. Kleine Angestellte, tief verunsicherte Lehrer, geleaste Bauarbeiter, frisch insolvent gegangene Boutiquenbesitzerinnen. Wer alles glaubt, dass er noch was zu verlieren hat. Zahlen und Reizworte, das genügt. Dazu dein knurriger Ton mit jedem, der widerspricht. Sind Sie blöde? Haben Sie überhaupt promoviert? Da reihen sie sich dann begeistert hinter dir auf und fühlen sich in deinem Schatten klug wie du, angeekelt vom Pöbel und so mutig. Du lebenslanger Beamter, so mutig. Sah lange aus, als könntest du das auf Dauer nicht verbergen, dass du die Menschen nicht magst. Die meisten jedenfalls, also dich selber schon, aber sonst. Man hatte gedacht, das müssten die eigentlich spüren. Aber sie waren ja keine Hartz-IVler, die prima von Plastikfraß leben können. Sie waren ja keine Kopftuchmädchen, die Obstkarren bis zur Zwangsheirat schieben oder Gutmenschentrottel, die Ehrenämter annehmen. Umso schärfer fanden sie deine Sprüche. Der Praxisarzt mit dem geschrumpften Einkommen, der Sozialingenieur mit dem Burnout-Syndrom, die Hotelfachfrau mit keiner Chance mehr auf einen tariflichen Arbeitsvertrag. Die brauchen dich, beziehungsweise wir brauchen dich, damit du sie ablehnst. Deshalb bin ich hier. Führ du die Lichterkette an, mach du die Spitze der Bewegung. Nicht weiter in der alten Richtung. Die alte Garde schafft es nicht. Wir brauchen freie Fahrt und Vollgas für den Aufschwung. Mach du die Drecksarbeit. Du kannst es. Du wagst dich aus der Deckung. Du bist nicht unsere Idealbesetzung, aber dir macht das Ganze Spaß. Und das ist am Ende das Wichtigste. Das allein wirkt überzeugend. Was hier gerade abläuft, das ist doch nur ein Anfang und das weißt du auch, oder? Da sind jetzt überall so kleine Feuer aufgestellt. Die glühen noch jedes ganz für sich, aber das bleibt natürlich nicht so. Die Tariflöhne weg. Gesetzliche Krankenkassen weg. Kündigungsschutz und offene Bildungszugänge weg. Gewerkschaften, mein Gott, was waren sie nervend, über ein Jahrhundert lang. Noch ist das natürlich Zukunftsmusik, aber da muss jetzt nur mal ein richtiger Wind dran. Dann kommen diese Feuer sich alle gegenseitig besuchen. Und dann muss einer da sein, dem die Leute vertrauen, den sie für unbestechlich halten. Und der dann auf die krassesten Verlierer zeigt und sagt, die sind schuld. Solange wir die mit uns rumschleppen müssen, wird's uns allen mies gehen. Das turnt an. Mehr als jedes einschüchternde Gerichtsurteil. Das bringt wieder echte Leistung hervor. Dann schuften die Leute wieder, auch wenn sie keinen Horizont mehr sehen. Bloß kein Versager sein. Damit kriegst du sie zu jedem Scheiß. So wie jetzt schon zu dieser erbärmlichen Freundlichkeit an allen Verkaufstresen. Der Westerwelle hat die Richtung ja schon mal vorgegeben.
aber der fand einfach den richtigen Ton nicht. Der kippt dann immer wieder über in so ein tuntiges Gebelle. Dem glaubt man einfach nicht, dass er rechtschaffen ist. Dir glaubt man das? Ja, jetzt müssen wir beide grinsen, aber du weißt es selbst. Du gehst für unbestechlich. Du Verwaltungskarrierist. Ja komm, ist doch so. Hier ist mein Vorschlag. Fühl du die Lichterkette an, mach du die Spitze der Bewegung. Irgendwer ist dran damit, es geht nicht weiter in der alten Richtung. Die anderen trauen sich einfach nicht, mach du die Auslesung. Sorg du für freie Fahrt zum Aufschwung, mach du die Drecksarbeit. Du kannst es, komm noch weiter aus der Deckung. Wenn du nur nicht immer so angespannt wärst. Das war doch gar kein Fehler, das mit diesem Juden gehen. Das war dein purer Instinkt. Ich weiß, dein Kopf hat dicht gemacht dabei, aber genau das war gut. Sei locker. Sei du selbst. In einem deutschen Interview einfach mal die Juden sagen. Das ist die pure Souveränität. Das macht dich zum Rebellen. Natürlich heulen die Profikorrekten dann auf, aber achte mal auf die jüdischen Islamgegner. Du darfst für die gute Sache. Man schmeißt dich aus deinen Ämtern, na dann darfst du doch noch mehr. Bisschen blöde war vielleicht höchstens, dass du gleich deren Rente in Frankfurt angenommen hast. Da schlug die kleine Beamtenseele dann doch wieder durch. Da musst du dich jetzt mal entscheiden. Wir bieten dir auf Dauer viel mehr. Wer wir sind, bleib cool. Wir sind viele. Du weißt doch, dass in der NPD-Führung zum Beispiel zur Hälfte der Verfassungsschutz ist. Und in den anderen Parteien? Sei dir mal ganz sicher, es sitzen überall, in allen Institutionen, welche rum mit der festen Überzeugung, dass es demnächst zu Ende geht mit unserer politischen Klasse hier. Und dass es zum Schutz der Verfassung und natürlich der Wirtschaft sehr praktisch wäre, wenn bald einer kommt und die Menschen einschwört auf eine Kampfzeit. Ganz zivilisiert, aufklärerisch, bürgerlich, der Initiator einer Protestbewegung gegen die Fremden und Armen. Die FDP wird es nicht mehr sein, das ist schon mal klar. Und einen richtigen Charismatiker können wir uns so schnell ja noch nicht backen. Aber wer immer das hinkriegt, der hat nachher zumindest ausgesorgt. Ich will dir jetzt keine weiteren Milliarden versprechen, aber eins ist klar. Wenn du jetzt stillhältst, dann wird irgendwann kein Hahn mehr nach dir krähen. Und das, glaube ich, das wirst du kaum aushalten können, dass irgendwann kein Hahn mehr nach dir kräht. Du Bestseller-Autor, du selbstverliebter Phrasendrescher in einer Mischung aus Ekel Alfred und Professor Unwart. Führ du die Lichterkette an, mach du die Spitze der Bewegung. Irgendwer ist dran damit, es geht nicht weiter in der alten Richtung. Sag du, wer unwert ist und wer dazugehören darf beim nächsten Aufschwung. Na sicher, Heider sah besser aus als du. Aber ich hoffe doch, du fährst besser Auto als Heider. Außerdem, du darfst nie vergessen, du bist nicht allein. Du hast Mitkämpfer. Ali Schwarzer zum Beispiel. Du, die ist auf ihre Art so zäh wie du. Und wandlungsfähiger, das stimmt allerdings. Das ist nicht ganz so deine Stärke.